Die Sanierungsarbeiten der beiden Gymnasien liegen weiterhin gut im Zeitplan. Die Rohbauarbeiten am IKG-Turm sind bereits abgeschlossen und auch die Rohinstallation ist fast erledigt. Außerdem können die Trockenbauwände jetzt geschlossen werden. Der nächste große Schritt wird sich dann auch im Stadtbild bemerkbar machen. Ende Mai ist die Fassade des IKGs an der Reihe. Die Keramikelemente werden künftig das Äußere des Gebäudes prägen. Danach werden im Turm die Decken geschlossen. Auch im OHG-Fachklassentrakt ist die Rohinstallation der Technik beinahe abgeschlossen und jetzt können die Trockenbauarbeiten beginnen. Ab Ende April sieht man auch von außen wieder mehr Fortschritte, dann sollen auch hier die Fassadenarbeiten beginnen.